lagen 350 auf arabischem Land. Der verlassene Besitz der arabischen Bevölkerung sicherte so den wirtschaftlichen Fortbestand des jungen Staates. Während Israel von der Flucht und den Enteignungen profitierte, zerbrach die arabische Gesellschaft Palästinas in Stücke. In der jüdischen Gesellschaft Israels sind diese Ereignisse von mächtigen, allgegenwärtigen Mythen umrangen. Sie gehören zusammen mit der israelischen Deutungsweise der Ursprünge und Folgen des Krieges von 1948 zu jenem umfassenden Entstehungsmythos des Staates, der nicht nur in Israel verbreitet ist, sondern auch in großen Teilen der westlichen Welt. Die Frage nach der Schuld oder Verantwortung für die Tragödie des palästinensischen Volkes wurde in Israel lange Zeit eindeutig beantwortet. Die Katastrophe wurde von der palästinensisch-arabischen Führung und den Regierungen der arabischen Nachbarländer selbst verursacht. Sie war eine Konsequenz des von arabischer Seite provozierten Bürgerkrieges von November 1947 bis Mai 1948, des sich anschließenden ersten Ostkrieges, der mit einem Angriff der arabischen Nachbarstaaten auf Israel begann, mit einem Eroberungsfeldzug Israel in der Negev-Wüste 1949 endete. Die Flucht der Zivilbevölkerung kam dieser Version nach durch das spontane Ausweichen der arabischen Bevölkerung von Kriegshandlungen zustande und durch die Aufforderung der arabischen Führung, die Zivilbevölkerung sich zeitweise hinter die arabischen Linien in Sicherheit zu bringen. Da die arabische Seite mit ihrer Aggression die von der UNO beschlossene Teilung Palästinas zu verhindern suchte, nutzte sie für die Kriegshandlungen die dadurch ausgelöste Flüchtlingswelle und das seitdem bestehende Flüchtlingsproblem die alleinige Verantwortung. Die Rückkehr der Flüchtlinge lehnt und lehnt Israel mit dem Argument ab, dass die Ausübung dieses Rechts den in Anführungsstrichen jüdischen Charakter des Staates gefährden wird. Mit jüdischem Charakter ist nicht die Prägung des Landes durch jüdische Geschichte oder Kultur gemeint, nicht die Wahrung der religiösen Freiheiten, sondern das Festhalten an einem deutlichen demografischen Übergewicht der Juden gegenüber dem arabischen Bevölkerungsteil. Israelische Regierungen haben sich bisher erfolgreich auf dieses Prinzip berufen können, trotz der einschneidenden Folgen für die Flüchtlinge und die Rechte der nicht-jüdischen Bürger Israels, weil es zudem auch im Ausland akzeptierten Grundlagen des Staates gibt. Das Prinzip des ethnischen Charakters Israels, also eines für die Ethnie der Juden reservierten Gemeinwesens, ist durch das Völkerbundsmandat von 1922, den UN-Teilungsbeschluss von 1947 und andere Entscheidungen der Staatengemeinschaft rechtlich legitimiert und durch die Unterstützung des Westens politisch gesichert. Die These von der Unschuld der palästinensischen Katastrophe ist in der jüdischen Gesellschaft Israels von fundamentaler Bedeutung. Und ihr hängt das System der Rechtfertigung und Schuldzuweisung ab, das die israelische Gesellschaft nicht geschaffen hat und in der Form der Hasbara, der auf das Ausland gerichtete Propaganda der Welt präsentiert. Mit ihr steht und fällt das Gefühl der moralischen Überlegenheit und Integrität, auf denen die Opferbereitschaft der Bevölkerung und der Kampfeswillen der Armee basiert und die Unterstützung durch die Juden und Nicht-Juden im Ausland. In der Innenpolitik Israels ist diese These so stark befestigt, dass sie der Außenpolitik kaum Spielraum ist. Jedes Eingehen auf die arabische Forderung, die sich aus der Katastrophe von 1948 ergeben, die Rückkehr von Flüchtlingen, die Restitution von hinterlassenem Eigentum oder die Leistung von Entschädigung, wird in der israelischen Öffentlichkeit nicht als moralische oder rechtliche Verpflichtung hingestellt, sondern als mögliches Entgegenkommen oder eine mögliche Belohnung für Konzessionen, die von der anderen Seite zu leisten sind. Die Kluft zwischen den in Israel und unter Palästinensern gegebenen Versionen der Konfliktgeschichte ist so groß, dass sie die Verhandlungen mit den Nachbarländern und den Palästinensern schwer belasten. Jeder Versuch, an den Grundannahmen der These zu rütteln, wird in der israelischen Öffentlichkeit sofort desavouiert. Neben der quasi offiziellen israelischen Version der Entstehungsgeschichte des Flüchtlingsproblems gibt es Darstellungen, die, wie erwähnt, von komplexeren Ursachen oder von einer geplanten Vertreibung der Araber durch die israelische Armee ausgehen. Alle Versionen hatten bis in die späten 80er Jahre hinein gemeint, dass sie sich nicht untermauern ließen und allein auf den Erinnerungen von Beteiligten basierten, die zu der einen oder anderen Seite gehörten.
die nach Öffnung der israelischen Archive in einsetzende Forschung begann, ein anderes, viel differenzierteres Bild zu zeichnen, das allerdings der gegenwärtigen Unschuldsthese völlig widersprach. Während die sogenannten neuen Historiker versuchten, das auf Mythen basierende Geschichtsbild der Epoche zu revidieren oder zu versachlichen, gingen andere Historiker dagegen an. Sie unterlegten den neuen Historikern politische Motive und taten ihre Ergebnisse als antizynistische Propaganda. Beim Material aus den staatlichen Archiven, den Sitzungsprotokollen der israelischen Kriegskabinetts, den Kriegstagebüchern und schriftlichen Befehlen der militärischen Instanzen war höchstens an der Interpretation zu rütteln. Die Verlässlichkeit der mündlichen Quellen allerdings, der Zeugenaussagen von arabischen Flüchtlingen, die bei der Eroberung von Hunderten von Dörfern oft die einzigen Informationen lieferten, ließ sich grundsätzlich in Zweifel ziehen. Damit blieb und bleibt in einem bestimmten Teil der Forschung der Rekonstruktion von Vertreibungen, Gewaltakten und Massakern der Marke der Einseitigkeit. In der israelischen Öffentlichkeit schlägt die Forschung der neuen Historiker kaum zu Buche. Dort, wo sie die Massenmedien beschäftigen, werden nur die vermeintlich politischen Motive der Historiker zitiert. Der Inhalt der Arbeit scheint zu abwegig, um ernsthaft erörtert zu werden. So beharrt die israelische Öffentlichkeit weiterhin auf der These der durch Kriegswirren und arabische Hetze ausgelöst. Im Westen war die israelische Version der Ereignisse aus eigenen, sehr unterschiedlichen Gründen gekommen. Der Entstehungsmythos des Staates basierte auf Ideen, die der Zionismus mit seinem